ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es die Buchrezension zu dem Buch 7 Minuten nach Mitternacht. Das Buch sieht so aus, das ist die Romanvorlage zum Kinofilm. Genau. In dem Film spielen mit Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, Hughes McDougall und Liam Neeson als Monster. Ja, mal ein paar Fakten zu dem Buch. Das ist von dem CBE Buchverlag. Die Autoren sind Siobhan Daud und Patrick Ness. In Deutschland würde es im Originalpreis 9,99 € kosten und in Österreich 10,30 €. Ich habe es jetzt aber für 4,99 € gekauft. Ja, so schauen die Autoren aus. Und es ist halt so, dass sie das begonnen hat, das Buch zu schreiben. Dann ist sie aber gestorben und hat halt quasi gemeint, er soll das beenden, das Buch. Und ich finde, er hat, also so habe ich es zumindest verstanden, und ich finde das Buch großartig geschrieben und man merkt eigentlich gar nicht so den Übergang, was sie geschrieben hat und was er geschrieben hat. In dem Buch drinnen sind hinten dann noch Bilder vom Film und so dazu geschrieben, worum es geht halt. Und ich finde, das ist so das Genre Drama und Fantasy gemischt. Es geht halt um den 13-jährigen Connor und seine todkranke Mutter, um ein Monster, welches ihn regelmäßig besuchen kommt und sagt, er hat ihn gerufen, also Connor hat ihn gerufen, aber Connor sieht keinen Grund dafür, ein Monster rufen zu müssen. Connor hat allerdings jede Nacht einen Albtraum, immer denselben, und er möchte sich halt nicht befassen, worum es da geht, sondern will das eigentlich einfach nur verdrängen. Kann das Monster vielleicht sogar Connor helfen oder ist es doch böse und will schlussendlich doch Schlechtes für Connor? Ja, das erfahrt ihr nur, wenn ihr das Buch selber lest, weil ich will ja nicht wirklich spoilern. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, dieses Buch. Es ist, am Ende wendet sich das Ganze nochmal, also es wird alles nochmal über den Kopf geworfen und plötzlich bedeuten Dinge, die man vorher gelesen hat, was ganz anderes, als man gedacht hat, und am Ende, wie gesagt, kommt alles ganz anders oder dreht sich alles nochmal ganz anders um, und das finde ich einfach mega gut. Und ja, mich hat das Buch halt total berührt, ich musste sogar weinen, ich habe mir nicht gedacht, dass das Buch so emotional sein kann oder wird, und ja, ich weine nämlich nicht sehr oft bei Büchern, eher bei Filmen. Also bei Büchern ist das echt selten und deshalb finde ich es voll heftig, dass ich wirklich sehr, sehr doll geweint habe bei dem Buch. Ja, wie gesagt, es geht halt um Albträume, um Leben und Tod, um Freundschaft, Feindschaft, Wut, Trauer, generell Gefühle zulassen oder nicht zulassen, um Schule, um Familie. Ja, dann finde ich den Schreibstil sehr, sehr gut und ich konnte es sehr flüssig lesen. Und es sind ein paar Bilder drinnen, damit man Sachen sich besser vorstellen kann. Zum Beispiel da sowas. Oder so. Das war es dann auch schon. Ich wollte es euch, wie gesagt, einfach kurz vorstellen. Und genau, bin auf jeden Fall, also wenn ihr das Buch schon gelesen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ob ihr jetzt Interesse habt daran, das zu lesen. Genau, ich kann auch die Seitenanzahl sagen. Ich glaube, es waren 213. Ja, genau, 213 Seiten. Ich habe das Buch innerhalb 2 Tage gelesen. Eigentlich fast einen Tag, weil ich habe es am Samstag gekauft, dann habe ich 28 Seiten gelesen und den Rest am nächsten Tag, also fast das ganze Buch an einem Tag. War richtig cool, mal wieder so viel zu lesen und so schnell, und also nicht jedes Buch kann ich so schnell lesen, also normalerweise brauche ich ja für ein Buch einen Monat. Und jetzt habe ich dann 2 Bücher im Februar geschafft, denke ich. Ja, ich schaffe das zweite noch. Ja, genau, egal. So viel dazu, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!